Hansa Fan TV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Thank you.
nein, das war ein Eckball in den Rostocker Strafraum und ein Stuttgarter Stürmer, ich habe es in diesem Gewühl nicht gesehen, kommt unbedrängt zum Kopfball und macht den Ball ins Tor. Helmer, wer war's? Ja, ich habe es nicht ganz genau gesehen, es war Benjamina. Wir haben schon fast befürchtet, der gefährlichste Stuttgarter Stürmer bis jetzt. Und ich weiß nicht, wer da nicht aufgepasst hatte. Es sah aus, als wenn der Stuttgarter sich ganz hervorragend freigelaufen hat. Und der Ball kam Millimeter genau auf seinen Kopf und da gab es für Jörg Horne gar nichts zu halten. Im Winkel fast stieg der Ball ein und diese erste große Chance für den VfB bringt sofort das 0-1. Jetzt wird es verdammt schwer für unsere Jungs. Oh.
Und jetzt springt die gesamte Stuttgarter Bank hoch. Der Schiedsrichter hat das Spiel abgepfiffen. 0:1. Benjamina in der 56. Minute. Ja, liebe Hansa-Fans, ja, wir sind auch jetzt relativ mitgenommen. Die Rostocker lassen ein bisschen die Köpfe hängen. Sie gehen aber trotzdem fair zum Schiedsrichter gespannt und zu den Gegenspielern. Es hat sich leider bewahrheitet, dass Stuttgart 2 der erwartet schwere und unbequeme Gegner war, der für uns schwer zu bespielen war, die von Anfang an sehr defensiv orientiert unsere Angriffe abgefangen haben. Und dann diese eine Standardsituation, die uns durchgefletscht ist. Einmal, vermutlich war unsere Innenverteidigung da nicht ganz auf dem Posten. Und der Ball ist einfach durchgegangen, war unhaltbar für Jockel Hane. Danach ist das Spiel für uns so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Eine Minute zuvor dieser Lattenkracher von Ziegenbein. Da sah alles noch sehr gut aus. Und zum Schluss ist alles etwas in der Hektik untergegangen. Schade, schade, Helmer.